Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch heute zu einem Produkttest. Nein, Spaß, aber wir testen heute die neuen Flex Akkupolierer. Wie wir euch ja bereits im Unboxing versprochen haben, gibt es heute den Praxistest dazu und damit fangen wir jetzt gleich an. Also während ich jetzt hier mein Pad, ein mittelhartes Pad mit einer Medium-Cut-Politur schon mal prime für den ersten Gang mit der Accenter, haben wir gerade den Stützteller gewechselt, weil wir lieber mit einem 125er arbeiten, insbesondere bei so einer gewölbten Haube. Und das ist nichts, was man mal eben zwischendurch macht, weil man es mal braucht. Also wir haben, glaube ich, über 5 Minuten dafür gebraucht. Es ist sehr mühselig, das mitgelieferte Werkzeug passt auch nicht ganz so perfekt rein. Ist halt, ne, wie man es von Ikea-Möbeln vielleicht kennt, da ist halt so ein kleiner Art Imbus oder ist ein Torx, aber halt in Imbusform mit bei. Also das ist relativ aufwendig, muss ich sagen. Weiß nicht, ob man das technisch anders hätte lösen können. Dafür, ich bin kein Maschinenbauingenieur, keine Ahnung, ob man das mit so einem Klicksystem machen kann oder ob da zu viel Kraft drauf liegt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, sage ich mal, so umständlich, dass man sich, denke ich mal, entscheidet, arbeite ich grundlegend mit einem 125er oder mit einem 150er Teller und vielleicht dann mal vor einem Auto. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Auto, ein Ami zum Beispiel mit geraden Flächen oder einen alten Mercedes, dann kann ich ihn mal wechseln, aber das macht man nicht dauernd zwischendurch, wenn man sagt, hier mal eine große, hier mal eine schmale Fläche, weil das kostet einfach sehr viel Zeit. Ist jetzt nichts, warum ich sagen würde, deswegen können wir die Maschine auf keinen Fall kaufen, zumal ich auch weiß, dass es bei anderen Maschinen das gleiche Problem ist. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist bauartbedingt. Falls jemand von Flex hier zuguckt, kann das uns gerne sagen, unter die Kommentare schreiben oder uns einfach direkt sagen. So, jetzt machen wir hier weiter, den Bereich. Natürlich, die schmalen Bereiche können wir hiermit nicht bearbeiten. Wir können, wie gesagt, maximal 125 oder minimal 125 draufpacken. Dafür habe ich mir schon meine Rupes Nano-Hybrid bereitgelegt, weil Thema Akku passt ja. Das mache ich dann so, nicht für die Kamera, weil es nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber den Bereich, insbesondere die Kanten hier, werden interessant, weil das ist definitiv ein Bereich, den ich auch mit einem großen Teller machen kann. Jetzt gucken wir uns das mal an. Tragen hier erstmal unsere Politur auf. Wie gesagt, spart nicht an der Politur. Das ist nämlich das Medium, was euren Lack irgendwo transportiert und bindet. Und dafür sorgt, dass er nicht die ganze Zeit der abgetragene Lack auf dem vorhandenen Lack sozusagen reibt. Jetzt machen wir sie mal an. Ja, erstes Gefühl, sehr drehfreudig, funktioniert super, auch unten im Bereich der Rundung, nicht stehen geblieben. Hier in der Kante, je runder die Kante wurde, also hier im oberen Bereich der Kante haben wir eine sehr flache Rundung. Da wird es schwierig, halt genau den Teller reinzukriegen, dass es sich dreht. Da hatte ich etwa so ein Stück, wo der Teller nicht mehr gedreht hat. Aber als die Rundung steiler wurde, sage ich mal, ging das wunderbar. Also von der Drehfreudigkeit wirklich gut. Ich dachte beim Arbeiten, da hängt irgendwo ein Gummi raus, aber das ist die Messingschraube, die man da oben sieht. Von daher alles gut. Wir machen jetzt nochmal einfach, die Fläche ist jetzt erstmal poliert, aber ich halte die jetzt nochmal drauf. Zeigen wir euch nochmal eine Zeitlupenaufnahme, dass man schön die Rotation erkennen kann. Ja, was halt wirklich auch hier wieder gewöhnungsbedürftig ist und hier kriegt man natürlich noch mehr Feedback, ist das Gewicht hinten vom Akku. Man hat halt echt, also gerade wenn man schon ein paar Autos poliert hat, so
eine, sage ich mal, eingewöhnte Handhaltung. Und hier muss man echt sich immer wieder daran erinnern, man sieht es auch am Drehverhalten, die Hand hinten ein Stück höher zu ziehen, weil halt wirklich der Akku ein bisschen runterzieht. Ich habe auch dann meine Hand noch ein Stück weiter nach hinten genommen, um es auszugleichen. Es ist jetzt nichts Schlimmes, es ist einfach eine neue Art zu arbeiten. Von daher muss man sich da vielleicht dran gewöhnen. Es ist halt nur wirklich ungewohnt, ne, im Endeffekt. Ich muss sagen, ich habe schon mit so einigen Poliermaschinen gearbeitet. Kann aktuell nichts Negatives feststellen. Also es funktioniert wirklich sehr gut. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt, hinten der Akku, da muss man sich echt dran gewöhnen. Vom Arbeiten her macht sich das wunderbar. Ich fühle mich sogar wirklich noch flexibler, weil ich halt wirklich keine Rücksicht aufs Kabel nehmen muss. Das hat ist ein riesen Vorteil für mich. Von der Leistung her, die Maschine ist deutlich leiser. Das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal zeigen im Lautstärketest, ob man das auch in Zahlen ausdrücken kann oder sehen kann oder ob einfach nur die Frequenz fürs Ohr angenehmer zu hören ist. Vom Drehverhalten, vom Arbeitsverhalten ist das wirklich bis jetzt nicht zu beanstanden. Also ich bin aktuell sehr zufrieden. Wir nehmen das jetzt mal runter und gucken mal, ob dieser eine Durchgang mit der Medium Cut schon die Hologramme entfernen konnte. So, nach zwei Durchgängen mit verschiedenen Maschinen kann man sehen, haben wir jetzt einen Balken des Akkus schon mal verbraucht. Wie gesagt, was am Ende relevant ist, weiß ich nicht, ob wir es jetzt schaffen. Werden wir euch dann auf jeden Fall nachliefern, wie lange so ein Akku hält und dann auch, wie lange er eben lädt. Wobei dieses, wie lange halten halt auch immer so eine Sache ist. Ne? Jeder arbeitet halt anders mit der Maschine. Ne? Der eine fährt lieber eine höhere Drehzahl, der andere geht lieber einmal mehr rüber. Das heißt, jetzt wirklich eine zuverlässige Aussage darüber treffen, wie lange hält der Akku, kann ich gar nicht eigentlich. Wir werden jetzt mal gucken, wir sehen ja, wie viele Durchgänge wir hier machen und wie viele Kreuzstriche wir dann fahren. Ich mache jetzt einfach, um es mal festzulegen, 2 Kreuzstriche pro Durchgang, um dann immer zu gucken und um auch festzusagen, okay, so lange hat das jetzt geklappt. Ansonsten ist es schwer messbar, aber wir werden sehen, wie viel Akku hier nach dieser kompletten Anwendung noch übrig ist. Okay. Ja, also ganz sind die Hologramme jetzt noch nicht raus nach einem Poliergang. Da müsste man jetzt nochmal einen zweiten machen oder halt einfach einen Kreuzstrich mehr. Aber wie gesagt, mir ging es jetzt im ersten Schritt darum, das Coating runterzuholen. Das ist runter, das sehe ich. Und zum zweiten ging es mir darum, einfach um ein Gefühl für die Maschinen zu bekommen. Jetzt werde ich mir ja mal eine Fläche vorbereiten, die wir dann kontrolliert, also so kontrolliert, wie wir es mit der Hand können. Wir haben leider keinen Profi. Schleifroboter, der genau gleich schleift, aber wir werden jetzt hier mal im Bereich mattieren und schleifen und dann werden wir einmal die Hälfte mit Kabelmaschinen bearbeiten, einmal mit Akkumaschinen und dann gucken wir mal, wie nach jeder Stufe das Ergebnis ist, ob das vergleichbar ist oder ob es da vielleicht gravierende Unterschiede gibt. So, also wie ihr gesehen habt, wir haben das jetzt hier mal ein bisschen angeschliffen. Ich würde fast sagen, die linke Seite ist ein Tick stärker als die rechte. Von daher Challenge accepted, Akkumaschine links, Kabelfreund, wie ich das schon gesagt habe, rechts. Wir fangen gleich mit Fell an, weil wir haben beim Schleifen, auch wenn wir nass schleifen, manchmal durch unkontrollierte Bewegungen leichte Schleifriefen, die ein bisschen tiefer sind und die kriegt man mit dem Fell durch seine Struktur einfach besser erwischt. Und dann fange ich jetzt hier mit dem Fell an. Ich muss mal gucken mit der Politurmenge, weil ich natürlich beim Prime vom Fell noch mehr brauche. Und gerade jetzt bei der kleinen Fläche müssen wir mal sehen, wie viel wir da jetzt nehmen. Aber ich glaube, das reicht mir hier schon. Wir arbeiten auf vergleichbaren Stufen. Hier ist ja ein bisschen andere Skala als bei dem anderen. Bei der anderen arbeite ich meistens mit Stufe 3 bis 4, beim Fell lieber mit 3. Da sind da 1200 Umdrehungen, ähnlich wären 1250 Stufe 4 und damit fangen wir auch an, 2 Kreuzstriche und dann gucken wir mal, wie es läuft. Natürlich erstmal auf Stufe 1 verteilt. Ich muss nochmal 2 Tropfen Politur nachgeben, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass mir das Fell langsam anfängt abzuhauen. Liegt einfach daran, dass es ein bisschen trocken ist. Ich bürste es jetzt aber nicht auf, würde ich normalerweise noch abheben machen, aber wenn es da nicht trocken wird, dann hat das Fell hier einen Vorteil gegenüber der anderen Fläche. Deswegen arbeite ich jetzt einfach so weiter, verteile mir das noch einmal und arbeite von unten den zweiten Kreuzstrich wieder hoch. Moin. Da haben wir auch schon wieder das Kabel. Ich schmeiße mir meine Flaschen rum. Ich habe mich schon zu sehr an den Akku gewöhnt. So, Kabel über die Schulter. Ah, jetzt habe ich auch wirklich den direkten Vergleich. Das ist ziemlich gut. Liegt schon anders in der Hand. Also das ist wirklich ein Unterschied. So. Wirklich. Jetzt merkt man es wieder, es ist super, wenn man das Rad von beiden Seiten sieht und beim Arbeiten sieht, so muss ich jetzt hier runter gucken, ist bei dem wirklich deutlich besser gelöst, nur mal so am Rande bemerkt. Und
doch unangenehmer, das Geräusch. Ja, klingt doch unangenehmer. Also ihr seht auch ungefähr vom Polierbild danach, ich habe etwa die gleiche Menge an Politur verwendet, bei den gleichen Durchgängen. Von daher habe ich etwa, soweit ich das jetzt hier nachstellen kann, gleichmäßig gearbeitet. Ich nehme es jetzt mal ab, macht sich immer doof mit dem Klebeband, aber ist jetzt so für den Testaufbau. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich bin gespannt, was das Orakel sagt. Gucken wir jetzt bei der normalen Maschine. Ja, Feldspuren wie die Hölle. Aber ja, die Schleifriefen sind noch ganz leicht drin. Man sieht ganz leicht durch diese runden Hologramme in der Mitte noch gerade Schleifriefen. Ja, auch wenn ich jetzt hier selbst nochmal gucke, das ist immer schwer, wenn ich... Ja, also ich hoffe, wir kriegen die Bilder jetzt euch parallel gleichzeitig eingeblendet. Wenn ich es wirklich vergleiche, wie gesagt, man muss so ein bisschen durch die Hologramme gucken, auch das Licht nicht zu hell, weil sonst die Hologramme zu sehr blenden, sieht man tatsächlich, es ist wirklich so, also rechts ist etwas schlechteres Ergebnis. Also wir haben deutlich sowohl von der Intensität mehr Kratzspuren, als auch von der Länge. Also hier ist es wirklich vielleicht noch, weiß ich nicht, lass es 10 cm sein und hier drüben gehen die Kratzspuren noch über, also bis hier drüben, also ungefähr, weiß ich, 30 cm fast. Also es ist wirklich ein Unterschied. Hätte ich nicht erwartet, aber man sieht hier einen Unterschied, zumal die Seite meiner Meinung nach eben noch ein bisschen stärker angeschliffen war. Ich mache es jetzt einfach nochmal so, um das Ergebnis nochmal hoffentlich möglichst gut hinzukriegen. Wir gehen jetzt nochmal mit der Rotation im harten Schaumstoffpad über die Flächen rüber, gucken mal dann, ob es weg ist und dann kommen wir zur Exzenter. Nochmal ganz kurz ein Hinweis. Mir geht es jetzt hier am Ende nicht darum festzustellen, die Maschine ist besser als die Flex und die andere ist besser als die Rupes. Das ist gar nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch noch mit einer normalen XFE vergleichen können, die habe ich jetzt nicht hier. Es geht einfach darum zu gucken, ist eine Akkumaschine von der Leistung ähnlich wie eine Kabelmaschine, die sich bewiesen hat. Die Polish Flex mag nicht jeder mögen, ich arbeite sehr gerne mit ihr, ist eine gute Maschine. Die Rupes LAR 15ES ist eine gute Maschine. Also es geht jetzt nicht um direkten Vergleich, welche soll ich mir kaufen, sondern einfach nur um mal eine Benchmark, also einen Vergleichswert ranzuziehen, wo man weiß, die ist gut und die dann daneben stellen kann. Aber ich mache jetzt hier erstmal weiter. Also ich bin sprachlos gewesen, als ich die Lampe gerade angemacht habe und die hier rüber gehalten habe. Ich habe gerade unwillentlich mir mit einer Heavy Cut und einem harten Pad die Hologramme hier entfernt, aber nur auf dieser Seite und nicht hier. Also, ich kann mir nicht erklären, warum das so ist. Ich habe die gleiche Menge Politur genommen, bin gleiche Durchgänge gefahren, die gleiche Geschwindigkeit. Also muss es in irgendeiner Form an der Maschine gelegen haben. Ich weiß nicht, ob die Haltung dabei der besser ist oder ob das Drehmoment effektiver ist. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehe ich hier einen massiven Unterschied, auch in den Schleifriefen. Also ich habe hier tatsächlich noch etwa 2 cm direkt am Klebeband. Ist halt so ein bisschen Problematik an unserem Testaufbau, dass ich einfach nicht so nah direkt drauf fahren kann, weil ich dann die ganze Zeit mir vom Klebeband Residue hole. Das heißt, ich kann die nur mit der Kante fahren, müsste man mal frontal polieren. Aber man sieht halt schön im Vergleich, hier ist es auch deutlich besser geworden. Das ist auch auf jeden Fall so. Aber hier habe ich etwa noch so, was sind das, etwa knappe 10 cm Kratzer. Also überraschenderweise habe ich nicht erwartet, für mich hier ein besseres Ergebnis mit der Akkumaschine. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, weil ich wollte eigentlich die Hologramme hier testen. Jetzt muss ich wohl nochmal mein Fell rausholen, beide Sachen noch einmal mit Fell durchpolieren, damit ich auch Hologramme habe, die ich entfernen kann, weil hier ist nichts mehr zu entfernen und das wäre dann, der Vergleich wäre dann relativ witzlos. Also erstes Fazit, meiner Meinung nach jetzt direkt für sich genommen von der Leistung mindestens gleichwertig. Ich will vielleicht jetzt ein paar Faktoren, wie gesagt, das ist kein Labortest, hier darum geht es nicht, aber ich habe schon ein paar Autos poliert und für mich von der ersten Einschätzung ist diese Maschine aktuell sehr gut. Jetzt, wie gesagt, nehme ich hier nochmal kurz ein Fell, gehe noch einmal über beide Flächen rüber mit einem Kreuzstrich, kreuz und quer, dass wir ein paar schöne Fellspuren drin haben. Und dann nehmen wir die Exzenter und gucken mal, wie viel Cut die hat beim Hologramm entfernen. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Hologramm produziert, war nicht schwer. Ist vielleicht auch besser so, weil jetzt habe ich hier ein gleichmäßiges Hologrammergebnis, weil ich mit der gleichen Maschine genau einen Kreuzstrich gefahren bin. Das heißt, es ist sogar noch besser für den Test. Der Zufall hat uns hier geholfen, dass wir jetzt noch ein bisschen objektiveren Test haben. Und jetzt geht's an die Exzenter-Maschine. Ein Durchgang reicht auf beiden Seiten nicht. Also wir haben auf beiden Seiten noch vorhandene Hologramme. Es hat sich schon deutlich verbessert.
könnten jetzt zwei Dinge tun. Die Herangehensweise könnte man wie folgt ändern, entweder oder drei Dinge eigentlich. Stur noch einen Durchgang würde ich nicht machen. Man kann die Politur etwas erhöhen, aber mit dem harten Pad da rangehen. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass die Rot das mit dem harten Pad auch runterbekommen hat, ist das eine gute Chance. Kann man auch sagen, 15er Hub, könnte ein guter Grauschleier entstehen, ja, gebe ich recht. Oder man kann auch mal versuchen, mit einer feineren Politur das Ergebnis noch mehr zu verfeinern, weil wir ja bei beiden Maschinen einen hohen Cut haben durch ein relativ hartes Pad und den großen Hub. Also die Seitwärtsbewegung nochmal zur Erinnerung. Würde ich jetzt nochmal das Pad so belassen, also auch ein mittelhartes Pad nehmen, eine Finish-Politur und gebe bei beiden nochmal die gleiche Chance. Wir zeigen euch das mal. Das Ergebnis ist relativ vergleichbar. Also ich nehme jetzt hier ein gelbes Gym-Tools-Pad von uns, weil es noch eine bisschen grobporige Struktur hat als das andere und von der Härte ähnlich ist. Und deswegen hoffe ich mir einfach, dass ich wieder schön Lackabtrag aufnehmen kann und dann Grauschleier und Hologramme noch besser reduziere. Ja, also wie ihr jetzt hoffentlich erkennen könnt, hier in echt erkennt man es sehr gut, haben wir bei beiden Flächen, sage ich mal, größtenteils hologrammfreie Ergebnisse. Hier auf der rechten Fläche würde ich sagen, haben wir etwa den Zustand, den wir nach dem harten Pad auf der Flex hier hatten. Also eigentlich hologrammfrei. Die Scan Grip ist halt brutal. Also bei der Sicherheit Sachen, die ich draußen nie sehe oder die ich überhaupt nicht sehe, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, ich hoffe, man weiß nicht, ob es man in der Kamera erkennen kann, aber ich finde es ein Tick besser, aber das ist jetzt wirklich so gemutmaßt und subjektiv, da ich das jetzt hier nicht unbedingt mit einfließen lassen will. Beide Ergebnisse sind gut. Die Maschine zeigt auf jeden Fall, dass sie von der Leistung mithalten kann. Ich kann es euch jetzt auch nochmal am Akku zeigen. Also es ist nicht so, dass wir hier dauerhaft neue Akkus reingeknallt haben, um volle Leistung zu haben, sondern wenn der Mo jetzt scharf gestellt hat, man sieht hier, wir sind die ganze Zeit mit einem Akku unterwegs. Wir haben auch wirklich nur diesen Akku benutzt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall in dem Bereich, wo wir noch nicht leer sind, keinen Leistungsabfall. Von daher scheint der Akku seine Leistung zu halten. Jetzt die wirkliche Laufzeit zu bestimmen, ist natürlich schwer. Dafür müsste man mal ein komplettes Auto machen. Deswegen an dieser Stelle an euch der Aufruf. Habt ihr Interesse, dass wir nochmal so eine Art Best Practice mit den Maschinen machen? Das heißt, wir nehmen uns ein Fahrzeug, kleben es einmal in der Mitte ab, linke Seite Akku, rechte Seite Kabel und dann gucken wir mal genau, wie ist die Arbeitsgeschwindigkeit, messen die Zeit. Wie lange hält der Akku? Gucken uns das an. Brauche ich zwei Akkus? Brauche ich drei Akkus? Also wie lange ist die Ladezeit der Akkus im Vergleich zur Arbeitszeit? Und vor allen Dingen, wie ist der Stromverbrauch? Also wir hängen einfach mal einen Stromzähler an die Kabelmaschine und auch an unser Akkuladegerät, sodass wir auch wirklich mal vergleichen können, was ist am Ende günstiger und schneller. Wenn ihr da Lust drauf habt, wäre das ein sehr aufwendiges Video für uns. Das ist ein ganzer Drehtag auf jeden Fall plus ein bis zwei Schnitttage. Von daher würde ich das der Firma Flex anbieten. Wenn ihr da Interesse daran habt, schreibt es mal in die Kommentare, dann haben wir da eine gute Argumentationsgrundlage, wenn es euch interessiert. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Lautstärke, jeweils im Vergleich zu der Referenzmaschine, die wir auch benutzt haben. Und dann kommen wir zu meinem Fazit.
Wir sind am Ende von unserem Videotest angekommen. Den Dezibel-Test habt ihr auch noch gerade gesehen. Für mich jetzt das Fazit. Ich fange an mit der Rotationsmaschine. Für mich ein Riesenvorteil, dass kein Kabel hinten dran ist. Es war mir nie so bewusst. Das ist ein bisschen wie bei der kleinen Rupes. Mir war nie bewusst, dass ich sie brauche. Jetzt, seitdem ich sie habe, will ich sie mir mehr hergeben. Ob das bei der so ist, sie ist mit Sicherheit nicht unersetzbar. Es ist von den Funktionen eine normale Poliermaschine und absolut gleichwertig in dem, was wir jetzt testen konnten. Wie gesagt, wir haben noch kein ganzes Auto damit gemacht und auch einen Langzeittest bezüglich der Haltbarkeit können wir natürlich jetzt auch noch nicht gewährleisten. Reichen wir natürlich gerne nach. Vom ersten Gefühl finde ich, man bekommt eine solide Qualität, natürlich auch zu einem entsprechenden Preis, hat ein deutsches Gerät und meiner Meinung nach die erste Akkupoliermaschine auf dem Markt, die in der Größe ihren Namen auch verdient. Sie ist absolut von der reinen Leistung gleichwertig. Im Verlaufe des Akkuladestandes nimmt die Leistung auch nicht ab. Mir gefällt das Handling sehr gut, die Maschine ist gut ausbalanciert. Das Einzige, was wirklich gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass hinten noch ein Akku dran hängt. Da muss man sich halt eben dran gewöhnen. Alle anderen Sachen habe ich im Laufe des Videos schon gesagt. Für mich, mein Fazit, ich kann keine klare Kaufempfehlung geben, weil der Preis recht hoch ist. Für jemanden, der professionell damit arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass man eine enorme Zeitersparnis hat und auch einfach weniger Rückenschmerzen, weil man nicht mehr so viele schiefe Haltungen einnehmen kann. Außerdem kommt man besser in bestimmte Winkel rein, weil man die Maschine drehen kann, wie man möchte, eben ohne, dass ein Kabel dran ist. Und man kann sie natürlich mobil einsetzen. Diese Argumente müsst ihr für euch werten, den Preis dagegen stellen und sagen, lohnt sich dieser Preis für mich. Ansonsten wartet ein bisschen, bis die Maschine auf dem Markt ist. Im Laufe der Zeit werden vielleicht Probleme bekannt, wobei ich auch weiß, dass die Firma Flex die Maschinen, glaube ich, letztes Jahr schon mal oder seit letztem Jahr im Umlauf gegeben hat mit eigenen Aufbereitern. Die Maschine wurde getestet, von daher so das Gröbste sollte raus sein. Wenn sich manchmal was ergibt oder jemand Angst davor hat, sollte er noch ein bisschen warten. Das Feedback zu der Accenta ist für mich ähnlich. Also ihr habt sie im Vergleich mit der Rupes gesehen. Ich bin der Meinung, sie steht einer Kabelmaschine erstmal in nichts nach. Die Leistung ist wirklich sehr gut, das Handling ist auch sehr gut. Punkt mit dem Akku ist auch wieder da. Was man bei der immer bedenken muss, ist halt die Eigenschaft des Stütztellerwechselns. Ne? Das geht da relativ schwer, aber das ist jetzt kein Eigenproblem dieser Maschine. Die andere XFE hat genau das gleiche Prinzip und auch bei der Rupes, wenn man den Stützteller wechseln will, ist das nicht ganz so leicht und nicht mal Plug and Play wie bei anderen Maschinen. Von daher ist nicht unbedingt spezifisch für diese Maschine, sondern eher allgemein gehalten. Mein Fazit dafür gilt auch in dem Bereich. Wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich mir die Maschinen kaufen? Die Rotationsmaschine würde ich mir kaufen, weil ich sehr oft mit Rotationsmaschinen arbeite. Das Ergebnis habt ihr auch gesehen. Ich bin mit der Maschine auch super klar gekommen und der große Vorteil ist halt, dass kein Kabel hinten dran hängt. Bei der Accenta wüsste ich es nicht genau. Also ich arbeite wenig mit Accenta allgemein und noch weniger mit großhubigen Accentern, weil ich einfach die Vor- und Nachteile habe ich euch in dem Poliervideo schon genannt. Großer Hub, oft viel Grauschleier und so weiter und so fort. Das heißt, ich persönlich würde mir wahrscheinlich die Accenta nicht kaufen, aber auch aus dem Grund, dass ich mir die normale XFE nicht kaufe und auch nicht eine andere Rupes. Das ist immer noch die Mark 1. Deswegen, ich würde mir auch die Mark 2 nicht kaufen. Deswegen eher allgemeines Feedback, liegt gar nicht so direkt an der Maschine. Ob es eine Kaufempfehlung ist, könnt ihr nur selbst entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch die groben Vorteile schon einmal so Überblick darstellen. Wie gesagt, wenn ihr nochmal ein ganz detailliertes Video und auch mal ein Best Practice haben wollt, wo wir ein ganzes Auto mit so einer Maschine machen, schreibt es mal in die Kommentare. Das bedeutet sehr viel Aufwand, aber wir machen es natürlich gerne, wenn die Nachfrage da ist. Wenn nicht, wollen wir euch nicht noch mit einem weiteren Video zuspammen, wenn es euch gar nicht interessiert. Deswegen fragen wir euch, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Videotest gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese neue Maschine mal zu testen. Vielen Dank von daher nochmal an Flex. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Eure Autolack.